Hier sind lauter Ratten. Wir wollten gerade da unter diesem Tor durchgehen und dann sind uns ungefähr 7 Ratten über den Weg gelaufen. Süß, I guess. Wir sind gerade auf dem Weg zum Kolosseum. Oh. Wir haben 3.33 Uhr. Ja, wir dachten uns, wir gehen heute mal in der Nacht Sightseeing, weil es tagsüber einfach viel zu heiß ist. Ob es bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Leute, wir haben das Kolosseum erreicht nach einer Stunde Wandern und wir haben gerade irgendwie erst vor einer Minute gecheckt. Wir sind die Straße schon ewig entlang gelaufen. Wir haben gerade vor einer Minute erst gecheckt, dass es wirklich das Kolosseum ist, weil wir konnten es nicht fassen, dass wir da sind. Irgendwie hatte ich das ein bisschen größer in Erinnerung. Ich weiß nicht genau, aber irgendwas irgendwie hat es in meinem Kopf hier nicht so Klick gemacht. Und ja, aber hier ist das Kolosseum. Da haben wir den Mond und der steht über diesem beeindruckenden Monument. Also meine Lieben, ein bisschen Wissen für euch. Das Kolosseum wurde zwischen 72 und 80 nach Christus errichtet. Und ist, wie man wahrscheinlich weiß, das größte je gebaute Amphitheater der gesamten Welt. Crazy, oder? Und wir sind hier! Ja, Mann. Wir spielen jetzt Uno with a View. Also, das ist doch einfach mal ein besonderer Spot. Definitiv. Zum Kartenspielen. Bester Uno-Spot, den wir bisher hatten, würde ich mal behaupten. Ja, mit Abstand. Treppe. Eigentlich wollen wir beide einfach nur Milchshake trinken und nichts hat offen. Alle McDonalds haben noch geschlossen. Man heißt um 7 auf und wir haben jetzt 6. Schade. Hoffentlich trinken wir noch was. Ich hoffe auch. Wir haben 7:30 in der Früh und wir sind jetzt zum Frühstück zu McDonald's gegangen. Eigentlich wollten wir Milchshakes, aber das gab's nicht. Also das ist der eigentliche Grund, weshalb wir gekommen sind. Ja, weil wir das schon seit Stunden craven. Ja, jetzt müssen wir aber leider auf was anderes ausweichen. Mensch. Ja, und danach gehen wir nach Hause und schlafen. Wir haben nach unserer Nacht-Sightseeing-Tour ungefähr bis um 15:30 Uhr, ja, geschlafen und sind dann losgegangen in die Stadt. Wir waren ein bisschen Thrift-Shopping. Ich habe so eine schöne Jacke gekauft. Man sieht es nicht gut, aber die ist so rot-grün. Ich habe einen warmen Fleece-Pullover, passend zu den exotischen Temperaturen, die wir hier haben.
Und jetzt sitzen wir in einem Restaurant. Und haben schon wieder ein Schnäppchen gemacht. Ja, wir haben ein Menü für 13 Euro, wo wir eine Pizza Margherita haben und zwei so Spritzgetränke. Ich habe Passionsfrucht. Was ist das nochmal? Irgendwie Violet Pfeilchen oder so. Ja, genau. Oh, und da ist die Pizza. Grazie. Wir haben uns das Menü jetzt nochmal bestellt, weil das sich einfach so gelohnt hat. Und jetzt haben wir noch eine Pizza und andere Spritzgetränke. Mango und Venezia Spritz. Ja, das mampfen wir jetzt und dann fahren wir nach Hause. Ja. Vatikanstadt und da haben wir den St. Petersdom. Und ist es das der Dom? Das dahinter ist der Dom, glaube ich. Ja, kann auch sein. Ich weiß es eigentlich nicht. Wir haben auf jeden Fall 50 Grad circa. bei jedem Brunnen machen wir Halt und machen uns von oben bis unten nass. Es ist anstrengend. Hier stehen zwei so Gaukler, die das schöne Gebäude beschützen. Und noch so ein Typ im Anzug. Und die grinsen hier die ganze Zeit so in die Kamera von den Leuten. Nur jetzt nicht in meine. Die sehen so aus, wie ich mir immer die vorgestellt habe, die früher so die Könige bespaßen mussten. Ja. Die dann so eingeladen wurden, um irgendwelche Kunststücke und Schauspiele vorzuführen. Jetzt grüßt er den. Der findet es auch voll witzig. Ja. Wir haben jetzt endlich unseren Milchshake. Ist kalt, das ist die Hauptsache. Und wir sind jetzt bei Piazza Navona. Jetzt ist es ein wunderschöner Platz, wie ihr sehen könnt. Früher im alten Römischen Reich war es aber kein Platz, sondern eine Sportarena, wo Pferderennen oder Wettrennen oder sowas stattgefunden haben. Und hier seht ihr eine wunderschönen Brunnen und die eine Skulptur, die die Hand ausstreckt, deutet auf dieses Gebäude, das ihr sehen könnt. Und irgendwann, keine Ahnung wann, haben so zwei so Architekten oder so Bildhauer oder so gelebt, die der Zeit so sehr wichtig war. Where are you from? Africa? No. Where are you from? Und auf jeden Fall... Ah, Germany? You're from Germany? Alles gut? Jedenfalls wird vermutet irgendwie, dass... oder soll es so... Gibt's so eine... Ach, ich hab doch auch keine Ahnung. Okay, also, Hintergrundstory. Gestern hat unsere Airbnb-Vermieterin uns ewig lang eine Geschichtsstunde zu Rom gehalten, netterweise, und uns halt so über die Sachen erzählt, weil wir sie gefragt haben, was wir uns so anschauen sollen. Und dann meinte sie so, ja, hier auf diesem Platz gibt es diesen Brunnen. Und dieser Brunnen, der hat hier so seinen Arm ausgestreckt. Hier ist eine Kirche von dem anderen Architekten. Und dann hat man irgendwie früher sich gesagt, oder die Legende war, oder man hat halt gedacht, weil die ja sozusagen wie Konkurrenten waren, dass der eine Typ da seine Hand ausstreckt, weil er sozusagen nicht das Gebäude von dem anderen Architekten oder Bildhauer oder was auch immer sehen will. Aber das ist nicht richtig, weil den Brunnen gab es vor diesem Gebäude, deswegen kann das gar nicht sein. Genau. Ich hoffe, wir haben das jetzt mehr oder weniger richtig erzählt. Ja. Also so oder so ähnlich ist es auf jeden Fall. Wir sind hier am Campo dei Fiori, dem Blumenplatz. Die Statue, das ist, da seht ihr einen Mönch, und der wurde auf diesem Platz hier verbrannt früher, weil der gesagt hat eben, dass die Sonne Mittelpunkt ist und nicht die Erde. Und ja, das haben halt die Christen natürlich nicht so unterstützt, deswegen wurde der hier öffentlich verbrannt. Und es ist der einzige Platz in ganz Rom, wo keine Kirche ist.
genau. Man sieht jetzt hier nicht so viel, weil hier irgend so ein Markt ist. Hier sind wir beim Pantheon. Hi. Das ist groß. Gibt's wahrscheinlich nicht so viel zu sehen. Oh mein Gott, das ist so traurig wie unimpressive von jedem Einzelnen. Also ganz kurz, um das mal klarzustellen. Ich habe es vorher zu Anouk gesagt, dass Rom an sich in meinen Augen so eine der beeindruckendsten Städte ist, wo wir bisher waren. So allein von den ganzen Gebäuden und der Geschichte vor allem. Vor allem da, wo wir vorhin durchgefahren sind bei dem Kolosseum, wo da so voll viele alte also Überreste sieht, noch waren. Sieht und so. Schon echt alles sehr crazy aus. Aber was wir einfach sagen müssen, ist, dass wir absolut keine hitzeliebenden Menschen sind. Die Hitze ist, also keine Ahnung, wir können halt, wir müssen alle paar Meter eine Pause machen. Wir suchen so schnell es geht einen Schatten. Bei jedem einzelnen Brunnen halten wir an und machen uns überall nass. So, es ist wirklich einfach zu warm, um so das vernünftig zu schätzen und vernünftig anzuschauen alles. Es war jetzt schon wieder anstrengend, hier die Rede zu halten. Da oben chillen zwei Leute auf ihrer Dachterrasse und es sieht sehr entspannt aus, aber auch sehr warm. Aber cool. Wir haben einen schönen Innenhof entdeckt. Hier geht's sehr hoch hinaus. Süß. Wir überqueren jetzt hier eine Brücke, Ponte Garibaldi. Hier würden wir gerne einfach uns entlang schreiten. Jetzt gehen wir in ein scheinbar sehr cooles Viertel. Ich muss euch was zeigen, und zwar habe ich mein Italien-Armband gekauft. Das habe ich von Anfang an geplant, weil immer als Kind in Italien war, habe ich auch solche Armbänder bekommen und deswegen wollte ich das für Italien haben. Und in ganz Italien, wo wir es jetzt waren, gab es nur hässliche Armbänder. Ich habe an jedem Stand geschaut, das hat überall schon die Städtenamen eingraviert. Einfach hässlich. Aber jetzt habe ich es gefunden und ja, jetzt ist es auch erledigt. Jetzt fehlen nur noch Slowenien und Österreich und dann sind meine Arme voll. Amazing. Wir sind jetzt im Trastevere-Viertel oder wahrscheinlich sind wir noch nicht mal richtig in dem Viertel drin, aber auf jeden Fall mit dem Fluss überquert. Und hier ist so ein super cooler Markt. Ja. Wir haben uns was gekauft. Zwei Dinge. Den da und den von Anouk. Ein Löwe. Ja. Für mein Sternzeichen. Und das ist einfach süß hier. Ein Stand nach dem nächsten und viele Pflanzen und lecker. Hier ist auch Schatten und boah, es ist einfach jetzt, also jetzt angenehm. Gerade habe ich das erste Mal, es ist in Ordnung, nicht so zu laut, dass ich trotzdem nicht. Bisschen da hinten ist so Live-Musik und dann fahren wir irgendwann nach Hause, weil wir noch packen müssen und so. Wir haben vorher voll was Krasses erlebt. Oh zwar, ja. Waren da so diese klassischen so Straßenverkäufer mit ihren Ständen, wo auf den Tüchern so Schmuck, Sonnenbrillen und so Zeug lag. Und dann ist halt so die Zivilpolizei gekommen. Und gerade in dem Moment, wo wir da so lang gelaufen sind, haben die alle auf einmal ihre Sachen zusammengeräumt. Also geräumt ist eine Untertreibung, weil so alle Ecken von ihren Tüchern einmal zusammengenommen und das einfach
weggezogen. Und sind weggerannt. Dabei sind ein paar Ringe auf den Boden gefallen. Ja, da haben wir jetzt noch ein paar neue. Eine kleine Ausbeute gemacht. Aber das war richtig crazy mit anzuschauen, weil da waren voll viele. Und die hatten so Panik. Und ja. Die haben das bekommen, weil einer so gepfiffen hat und so ja. Die anderen gewarnt hat. Und bei einem ist alles auf den Boden gefallen. Und der andere, der wurde dann auch festgehalten. Und dem seine ganzen Sachen wurden konfisziert. Ja, das war verrückt, wirklich. Voll das kranke Erlebnis irgendwie. Ja. Haben wir als Essen dazu bekommen. Und das ist die Amelie. Und wir essen jetzt hier gemeinsam unseren Teller auf. Everybody takes a video. Oh my God, there's Johnny Depp, okay. Johnny, this is another movie, please. This is another movie, get out of the way, okay. So I'll tell you something. This could be love. Because... So Mama.